Ja, hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich möchte mich nochmal gerne zu dem dritten Tempel äußern. Viele erwarten ja, dass der dritte Tempel noch gebaut würde. Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Im Neuen Testament gibt es nur zwei, vielleicht drei Stellen, die vom dritten Tempel, vom sogenannten dritten Tempel sprechen, der in der Endzeit wieder gebaut werden soll. Einmal spricht Paulus davon, dass der Antichrist sich in den Tempel setzt und sich dort ausgibt, als sei er Gott. Dann gibt es noch eine Bibelstelle in Offenbarung 11, wo Johannes den Tempel messen soll und den Vorhof und den Altar und die darin anbeten. Und dann gibt es noch mal eine Stelle, auch im Matthäus-Evangelium, die sehr wichtig ist, weil Jesus nämlich dort sagt, brecht diesen Tempel ab und ich werde ihn in 3 Tagen aufbauen. Das ist ein interessanter Satz, weil Jesus ganz offensichtlich diese Worte geistlich versteht. Das ist der Punkt 1. Zweiter Punkt ist, dass wenn man das mal ernst nimmt, was Jesus sagt, und das sollten wir unbedingt tun, er selbst der dritte Tempel war. Oder? Es gab den ersten Tempel von Salomo, es gab den zweiten Tempel von Zerubabel nach der Rückführung aus dem babylonischen aus der babylonischen Gefangenschaft. Und dann sagt Jesus in Jerusalem, brecht diesen Tempel ab und ich werde ihn in 3 Tagen wieder auferbauen. Er redete aber, wovon? Von dem Tempel seines Leibes. Jetzt müssen wir uns entscheiden, sind wir Juden oder sind wir Christen? Das ist eine sehr, sehr zentrale Entscheidung, die wir da treffen. Denn ich habe den Eindruck, dass wir Christen immer wieder vom dritten Tempel sprechen. Und ich muss auch zugeben, ich habe das selber auch immer so gelernt. Aber je mehr ich mich in der Bibel umschaue und die Dinge auch ernst nehme, die ich dort lese, umso unwahrscheinlicher ist das, was ich dort zu hören bekomme. Nochmal, der erste Tempel war der Tempel Salomos. Der zweite Tempel war der Tempel Zerubabels nach der Rückführung. Und der dritte Tempel ist nach Jesu Worten er selbst. Ja? Matthäus sagt, er redete aber von dem Tempel seines Leibes. Das heißt, Matthäus erklärt, Entschuldigung, auch für die Dummen unter uns, was Jesus da tatsächlich meinte. Wenn wir das jetzt zählen, dann ist der Leib Christi der dritte Tempel. Dann ist die Gemeinde Jesu der dritte Tempel, oder? Denn Christus und die Gemeinde gehören zusammen. Das sagt Paulus. Wenn wir den Worten Jesu nicht das Gewicht beimessen und sagen, dann hat der Herr einfach nur so gesagt, aber das war ja nicht der dritte Tempel, dann widersprechen wir eigentlich dem Wort Gottes. Denn Jesus sagt, ich bin der Tempel, ihr werdet mich abbrechen, und zwar auf Golgatha in Anführungsstrichen, und nach 3 Tagen werde ich auferstehen und diesen Tempel wieder erbauen. Das ist der dritte Tempel. Christus ist der dritte Tempel. Matthäus sagt, sein Leib ist der dritte Tempel. Paulus sagt, der Leib Christi ist geistlich gesehen die Gemeinde, die neutestamentliche Gemeinde. Und deswegen sagt er den Korinthern ja auch, euer Leib ist ein Tempel Gottes oder ihr seid der Tempel Gottes. Den Korinthern, den Unbeschnitten. Weil er die Wiedergeborenen damit meint. Er sagt, das ist der wahrhaftige Tempel. Und jetzt machen wir noch den letzten Sprung in die letzte Zeit, in die 70. Jahrwoche, wo ich sage, der dritte Tempel wird nicht gebaut, sondern der dritte Tempel kommt im Geist und in Wahrheit. Nirgendwo in den Stellen im Neuen Testament steht, dass der dritte Tempel gebaut würde. Es ist verführerisch, es ist auch irreleitend, wenn man die Verse nicht genau liest. Ja? Aber wenn man sieht, der Paulus setzt voraus, dass ein Tempel da ist. Johannes setzt voraus, dass ein Tempel da ist, der gemessen wird. Aber es ist kein jüdischer Tempel, der gebaut würde oder der aus Steinen oder aus Holz irgendwo hergestellt würde. Sondern Jesus sagt, brecht diesen Tempel ab und er zeigt da auf sich und ich will ihn in 3 Tagen auferbauen. Und Paulus sagt im Neuen Testament vom Leib Christi, jetzt reden wir geistlich. Die jetzt fleischlich zuhören, die müssen eh abschalten. Aber die geistlich zuhören, müssen mal hinhören, mal verstehen, worum es da geht. Christus selber ist der geistliche Tempel, sagt er von sich selber. Paulus sagt, Christus und die Gemeinde sind eins, ein Leib. Das heißt, die Gemeinde Jesu Christi im Neuen Testament ist auch der Tempel und zwar im Heiligen Geist. Da müssen wir eigentlich sagen, wir sind der dritte Tempel. Oder? Ja, natürlich.
Wir, die wiedergeborenen Christen des Neuen Testaments, wir sind der dritte Tempel. Der ist schon da. Sagt Jesus. Sagt Paulus. Sagt nicht ich. Können Sie nachlesen. Und dann ist so, wenn die Stadt Jerusalem am Ende der Zeit an einem Tag zur Wiedergeburt kommt, zum Glauben Jesu Christi, dann ist die der dritte Tempel. Genau wie wir auch. Genau wie Christus auch. Weil Christus und die neutestamentliche Gemeinde aus den Heiden und die neutestamentliche Gemeinde aus den Juden am Endzeit in Jerusalem sind eins. Ein Tempel, ein Haus Gottes. Das ist alles, was ich dazu zu sagen habe. Wir warten immer darauf, dass die Juden den Tempel wieder aufbauen. Wir denken jüdischer als die Juden. Wir müssen im Geist und in Wahrheit das Wort Gottes verstehen, lesen und auch auslegen und auch glauben. Ja, also der dritte Tempel, hat Jesus gesagt, der ist in Christus schon gekommen. Dann hat Paulus das, weil die Gemeinde und Christus ein Leib sind, hat Paulus das auf die neutestamentliche Gemeinde, zum Beispiel im Korintherbrief, auch ausgelegt und sagt, ihr seid der Tempel Gottes. Und wir machen gar nichts anderes, als zu sagen, das Evangelium geht dorthin wieder zurück, wo es herkommt, nämlich nach Jerusalem. Die Stadt Jerusalem wird am Ende der Zeit wiedergeboren werden, zum Glauben kommen an Jesus Christus und dann dritter Tempel sein. Das ist der dritte Tempel, der kommt. Wir sind der dritte Tempel. Das ist alles eins, das ist eine Linie. Warum? Weil Christus und die Gemeinde eins ist. Weil die Gemeinde einen Anfangspunkt hatte in Jerusalem. Weil sie 2000 Jahre bei den Heiden, bei den Nationen gewesen ist. Und wer immer dort zum Glauben gekommen ist, war wiedergeboren und war Tempel Gottes. Und am Ende geht dieses Geheimnis wieder nach Jerusalem zurück. Und da wird der Tempel Gottes abgeschlossen. Mit einem letzten großen Ereignis in Jerusalem, wenn diese Stadt zum Glauben kommt an Jesus Christus. Verstehen Sie, der dritte Tempel, das ist nichts mit Holz und Stein. Vielleicht bauen die Juden so einen Tempel. Aber wer ist denn dann hoher Priester in dem Tempel? Können wir Christen diesen Mann, der dann hoher Priester sein will, in diesem Tempel in Jerusalem denn anerkennen? Aber auf gar keinen Fall. Warum denn nicht? Weil unser hoher Priester Christus ist. Warum können wir den dritten Tempel der Juden, wenn er denn dieser dritte Tempel aus Holz und Stein, den man immer so nennt und der so erwartet wird, wenn dieser Tempel, dieses Gebäude gebaut wird, können wir das als Tempel anerkennen? Nein, warum nicht? Weil wir ein neutestamentlicher Tempel sind im Geist und in Wahrheit. Deswegen hat Gott uns ja seinen Geist gegeben. Das heißt, wir könnten so einen Tempel in Jerusalem sowieso nicht anerkennen. Welche Opfer werden denn da geopfert? Die Opfer, die da geopfert werden, würden wir sagen, die gelten für die Juden? Nein. Für Juden und Christen und Heiden und Griechen und Skythen und Römer und wer auch immer gilt nur noch ein Opfer, das Opfer Jesu Christi. Was erwarten wir denn dann? Wieso schließen wir uns diesem irdischen, jüdischen Denken an? Wieso verstehen wir nicht, dass der dritte Tempel im Geist und in Wahrheit in Christus schon gekommen ist? Dann einige Zeit später zu Pfingsten manifestiert wurde in Jerusalem und am Ende erneut manifestiert wird in Jerusalem und dann abgeschlossen wird. Und das, wenn Johannes schreibt in Johannes 11, misst den Vorhof, oder misst den Vorhof nicht, denn er ist den Heiden gegeben, aber misst den Tempel und den Altar und die darin anbeten, dann kann diese Anbetung, die Johannes gemeint hat, nur eine einzige Anbetung meinen, nämlich die Anbetung im Geist und in der Wahrheit. Dann redet Johannes von Christen. Aber wenn diese Menschen dann in dem Tempel, von dem Johannes spricht, den er als geistlichen Tempel versteht, 100%, wenn die tatsächlich anbeten, denn da steht nicht, misst die, die so tun, als ob sie anbeten, sondern misst die, die anbeten, dann kann Johannes nur neutestamentlich gläubige Christen meinen, die im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und dann kann dieser Tempel kein alttestamentlicher Ritus sein, der dort in einem gebauten Tempel stattfindet. Das funktioniert vorne und hinten nicht. Und ich verstehe nicht, warum evangelikale Prediger, Pastoren, Pfarrer das nicht verstehen, dass diese Chimäre, möchte ich jetzt wirklich sagen, dieses sogenannten dritten Tempels, die steht überhaupt nicht in der Bibel. Und wenn wir die Bibel tatsächlich im Geist und in der Wahrheit verstehen, müssen wir sagen, der dritte Tempel besteht, wird aus Geist sein, auch nur im Geist und in der Wahrheit erkennbar und verständlich sein, sichtbar sein. Vielleicht liegt es daran, dass die auf einen Tempel warten, der mit Holz und mit Steinen noch gebaut wird. Ich weiß es nicht. Im Alten Testament, in Jesaja, in Hesekiel werden Tempelgebäude beschrieben für eine zukünftige Zeit. Es kann sein, dass im tausendjährigen Reich dieser Tempel kommt. Das wäre dann aber der vierte Tempel.
Es kann auch sein, dass die Juden jetzt noch auf dem Tempelberg da unten noch einen Tempel aufbauen und damit den dritten Weltkrieg provozieren, so wird ja immer wieder erzählt. Das wäre aber kein Tempel, der Voraussetzung wäre, dass Christus wiederkommt. Auf gar keinen Fall. Es wäre nicht der Tempel, den Johannes in Offenbarung 11 meint. Weil in diesem Tempel sind keine Leute, die tatsächlich Gott anbeten. Denn Gott anbeten kann man nur noch im Geist und in der Wahrheit. Johannes 4. Gott anbeten kann man nur, wenn man Jesus Christus hat. Denn wer den Sohn nicht hat, hat den Vater nicht. Ja. Diese Anbetung, die dort in diesem Tempel, den die Juden bauen, stattfindet, der hat mit unserem Vater im Himmel und mit unserem Herrn Jesus Christus doch überhaupt nichts zu tun. Und auch Paulus kann diesen Tempel nicht gemeint haben. Und schon gar nicht hat Jesus ihn gemeint. In den Reden, die er sagt, als er vor Pilatus steht und sich dort verantwortet. Das, oder vor Herodes, das sind Sachen, die meiner Meinung nach ganz deutlich getrennt werden müssten und die immer ineinander gehen, ungenau. Und die Christen, die werden in einer unbiblischen Spannung gehalten, die es so überhaupt nicht gibt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir zum Wort Gottes zurückkommen und diese Linien einfach sehen. Christus sagt, brecht diesen Tempel ab, und zwar seinen Leib, erklärt ja auch Matthäus, und ich will ihn in 3 Tagen wieder auferbauen. Paulus sagt, die Gemeinde ist der Leib Christi, was sowieso für die Leute damals absolut unverständlich war. Wir heute würden das überhaupt gar nicht mehr verstehen, was Paulus predigt, glaube ich. Also ich glaube, wir hätten für Paulus Predigten überhaupt kein Ohr mehr. Ich glaube, dass ein Großteil der Christen überhaupt nicht mehr wüsste, wovon der Mann spricht. Aber Paulus bezieht das auf die Gemeinde Jesu und sagt, die Gemeinde ist der Leib Christi, deswegen ist die Gemeinde der Tempel Christi. Und was ich sage, was man in der Bibel auch ableiten kann, ist, dass am Ende der Zeit die Stadt Jerusalem zu Glauben an Jesus Christus kommt. Und dann ist die Stadt Jerusalem der dritte Tempel. Warum? Weil sie dann Gemeinde ist. Weil dann neutestamentlich gläubige Menschen, die durch den Geist Gottes lebendig geworden sind, den Messias anbeten, Jesus Christus. Das ist schon alles. Ist sehr interessant. Ist vielleicht schwierig nachzudenken, weil ungewohnt, weil wir das auch nie so gehört und gelernt haben. Ich habe das auch nie so gehört und gelernt. Ich habe das immer anders gehört, immer gehört, der Tempel wird gebaut. Irgendwann habe ich mal gesehen, da steht nirgendwo, dass der gebaut würde. Also wäre interessant, wer Lust hat, schreibt mir das gerne unten in die Kommentare, wenn einer eine Stelle findet, dass der Tempel gebaut wird, aber bitte im Neuen Testament. Die Stellen in Jesaja, dass in der letzten Zeit das Haus des Herrn auf einem Berg stehen wird, der höher sein wird als alle anderen Berge und dass die Nationen dahin gehen zum Anbeten, ist fürs tausendjährige Reich. Hesekiel ist fürs tausendjährige Reich. Und dann wird da auch ein Tempel aus Stein und aus Holz gebaut werden. Aber dieser sogenannte dritte Tempel, der da kommt, ist ein geistlicher. Der ist schon da. Und wer nicht sieht, ist blind. Da sind wir bei Johannes 3. Soweit in aller Kürze, nur als kleinen Quickie. Ich wünsche einen gesegneten Tag und alles Gute und bis bald. Tschüss.